Willkommen auf dem Kanal der Elektrotechniker. Heute in diesem Video mal wieder was zum Thema Photovoltaik und speziell hier Generator-Anschlusskasten. Ich habe schon mal ein Video zum Thema Generator-Anschlusskasten gemacht. Das war allerdings ein ganz anderes Format. Das war nämlich was von einer Großflächenanlage. Das war so dieser riesengroße graue Kasten da. Verlinke ich euch auch nochmal das Video. Hier in dem Fall soll es also um eine ganz smarte Variante davon gehen für ein kleines Einfamilienhaus mit Satteldach. Und ich möchte euch heute mal zeigen, was hier so eigentlich alles installiert ist, welche Kabel hier rein und rausgeführt werden und was denn diese ganze Technik hier eigentlich alles so machen soll, beziehungsweise was es damit auf sich hat. Kurz vorweg zum Projekt, wo dieser Kasten eingesetzt wird. Ich habe dort also ein Einfamilienhaus mit Satteldach. Sind, glaube ich, 32 Solarmodule verbaut. Und das ist ein bisschen eine spezielle Sache dort. Es sind also mehrere Dachflächen und entsprechend habe ich dort 4 Strings gebildet. Es kommt dort also auch nicht nur, es kommt nicht ein Wechselrichter dort dran, sondern 2 Wechselrichter mit 4 MPP-Trackern. Eben weil es 4 verschiedene Dachflächen sind, ist es dort sinnvoll. Und jeder von den Strings bekommt hier so einen kleinen Generator-Anschlusskasten verpasst. Der Kasten wird dann ganz einfach im Spitzboden angeschraubt, ganz nah, also möglichst nah ran an die Solarmodule. Warum das so ist, sage ich gleich noch. Und vorgebaut ist der also hier in der Werkstatt, um entsprechend dann auf der Baustelle weniger Arbeit zu haben, beziehungsweise macht es sich natürlich in der Werkstatt auch einfacher. Wir haben hier auf der linken Seite 2 6 Quadrat PV-Leitungen. Hier kommen noch MC4-Stecker ran. Und das ist dann sozusagen die Verbindung zu dem jeweiligen String, Plus und Minus. Ja. Abgehend, das gleiche nochmal, kommen auch wieder Stecker ran. Und das ist dann abgehend in Richtung Wechselrichter. Das heißt, dieser Kasten ist zwischen Solarmodul, String und Wechselrichter geschaltet. So, wie funktioniert das Ganze jetzt hier? Plus- und Minuspol werden eingeführt und werden hier auf diese sogenannten Zweileiter-Trennklemmen geführt. Einmal Plusseite, einmal Minusseite. Habe hier die Möglichkeit, diese Klemmen, habe ich glaube ich schon mal gesagt, kann ich also öffnen mit diesem Schraubendreher. Habe ich also die Möglichkeit, jetzt hier diese Trennklemmen eben zu öffnen. Braucht dafür einen Schlitzschraubendreher 3 mm Stärke, ganz wichtig. Wenn es dann 4 mm sind, passt es nämlich nicht mehr rein hier. Und habe jetzt also die Möglichkeit, eben hier eine Trennstelle zu schaffen, um beispielsweise Messungen durchzuführen oder auch Spannungsfreiheit herzustellen oder. Der Plus- und der Minuspol wird nach dieser Klemme abgehend hier auf einen Sicherungssockel geführt. Das ist ein Schmelzsicherungssockel, Firma Phoenix Kontakt. Ich verlinke euch das ganze Material hier auch nochmal unter dem Video. Das ist also wirklich Profizeug, das ist nichts hier irgendwie vom Baumarkt. Das ist also wirklich was Gutes, Industriestandard. Und hier nach diesem Sicherungssockel geht dann der Plus- und der Minuspol direkt wieder ab in Richtung Wechselrichter. Was haben wir noch für Besonderheit? Wir sehen schon, der Pluspol hat 2 Klemmen, der Minuspol auch, denn wir haben ja hier das ankommende Kabel und das abgehende Kabel. So haben wir quasi dann noch ein drittes und das ist das hier oben. Und dieses Kabel wird jetzt parallel hier auf den Überspannungsschutz geführt. Das gleiche, also das ist einmal für die Plusseite und einmal für die Minusseite. So, das ist also hier dieser sogenannte Überspannungsschutz, und zwar ist das ein Gleichstrom-DC-Überspannungsschutz, Firma DEHN. Und das ist also eigentlich mit die Hauptaufgabe dieses Kastens, quasi dieses Teil eben aufzunehmen. Die Sicherung kann man hier an der Stelle reinmachen, kann man aber auch an einer anderen Stelle der PV-Anlage installieren. Hier bietet sich das eben alles an, wenn man das alles gleich zusammen hat, quasi so ein kleiner Servicekasten. So, der Überspannungsschutz, was macht der? Naja, DC-seitig ist klar, wenn man irgendwie dort was DC-seitig von oben vom Dach eben reinkommen sollte,
Thema Gewitter, beziehungsweise es muss ja nicht ein Volleinschlag sein, aber es reicht ja auch, wenn sich dort irgendwelche Spannungen, hohen Spannungen bilden, die im DC-seitig dann in die Anlage rein wollen, würde im Prinzip das dieser Überspannungsschutz verhindern. Der würde dann also öffnen, das heißt, er würde den Plus- und den Minuspol ableiten gegen Erde. Das Ganze würde dann signalisiert werden, indem diese grünen Streifen hier dann rot wären und das Ganze schaltet dann auch nicht mehr zurück. Ja, also die sind dann rot, die muss man dann auswechseln, die sind dann quasi, ich sage einfach mal, zerstört. Deswegen habe ich mich hier für so eine modularere Geschichte entschieden. Kann also diese, ein bisschen straff, muss mal kurz ablegen, kann ich also diese Sockel hier oder diese Einsätze eben rausnehmen und einzeln wechseln, muss also nicht diesen ganzen Sockel hier wegschmeißen, gibt es also mittlerweile schöne modulare Geschichten. Zum Einsetzen einfach wieder einklicken, fertig. Hab also die optische Kontrolle, ob irgendwo was ausgelöst hat und alles, was im Prinzip dann jetzt an Technik an diesem String halt noch dranhängt, zum Beispiel Messorgane oder, die Leitung natürlich auch, würde also dann gegen Überspannung DC-seitig geschützt sein. Ist eine wirklich wichtige Sache und sollte man auch immer ein bisschen Geld ausgeben für solche Geschichten, denn eine Überspannung ist heutzutage immer ein wichtiges Thema. Es muss nicht alles immer AC-seitig reinkommen. Wenn man die PV-Anlage hat, kann es DC-seitig sein. Dann gibt es eben noch weitere Eintrittsmöglichkeiten. Sat-Anlage, also sprich der Spiegel draußen. Da gibt es also auch schöne Überspannungsgeschichten, Telefon und so weiter und so fort. Also alles im Prinzip, was an Technik irgendwo mit Kabeln verbunden ist, sollte auf jeder Spannungsebene, auf jeder Datenebene halt irgendwo mal einen Überspannungsschutz genießen. Zumindest beim Neubau. So. Weiter geht's. Der Schutzleiter ist dann also hier, also der Überspannungs-, also der Ableiter ist verbunden dann mit einem 16 Quadrat Kabel hier auf eine kleine PE-Sammelschiene, sage ich mal. Das sind also drei UT-Klemmen von Füllungskontakt. Die sind also gebrückt über die Kammschiene. Die Kammschiene ist dafür ausgelegt. Ich habe hier ein Kunststoffgehäuse, das heißt, ich kann die Brückung über die Kammschiene wäre jetzt für den Privatgebrauch erlaubt. Hätte ich jetzt ein Metallgehäuse, wäre es für den Privatgebrauch wieder nicht okay. Dann müsste ich die Schiene wieder entsprechend dann isolieren vom Gehäuse. Gibt es auch spezielle Elemente und so weiter, aber das passt hier. Und jetzt habe ich hier natürlich noch einige Klemmen frei. Fragt man sich natürlich, wieso? Naja, ganz einfach. Es kommt ein 16 Quadrat Kabel direkt vom Haus, Hauptpotenzial, auch in die Kiste rein, wird hier aufgelegt. Dann geht ein weiteres 16 Quadrat Kabel raus in Richtung Dach zum eigentlichen Generator, das heißt zu den Modulen, zum Montagesystem. Und das heißt, dass der ganze Generator an sich geerdet ist. Und dann kommt als drittes Kabel eben nochmal ein 16 Quadrat Kabel rein, welches dann zum nächsten Generator-Anschlusskasten geführt wird. Also hier kommen noch drei 16 Quadrat Erdungsleitungen rein oder eigentlich Erdungskabel. Das sind also nicht, das sind aber nicht solche, sondern dazu werde ich nochmal ein Video machen dann von Baustelle. Das sind richtige Kabel, also die auch mechanisch richtig belastbar sind. Denn das, also diese Aderleitung hier, dieser H07VK, glaube ich, heißt sie, die kann man natürlich nicht hier irgendwie am Dach draußen verlegen. Das ist nicht erlaubt, das funktioniert nicht. Genau. Also wie gesagt, ich mache da auch nochmal ein Video von der Baustelle, wie das dann fertig aussieht. Hier wird ich bloß nochmal kurz zeigen, was es eben damit auf sich hat. Und jetzt komme ich nochmal zu der Hutschiene hier oben. Jetzt fragt man sich natürlich vielleicht, wieso ist denn die frei? Platzverschwendung? Fragezeichen. Jein, ist es erstmal. Hier werde ich jetzt noch, also ist noch eine Reserve für eine eventuelle Nachrüstung eines Brandschutzschalters. Das ist vielleicht sogar noch mal ein extra Video. Ich möchte es mal kurz anschneiden. Es ist ja noch nicht Vorschrift, so ein Brandschutzschalter in den Eigenheimen, aber wenn es kommen sollte, habe ich also hier die Möglichkeit, hier noch mal einen Leistungsschutz zu installieren und zusätzlich
das wird aber gleich gemacht, wird hier auch nochmal ein 5x15 NIM-Kabel mit eingeführt. Das bleibt dann erstmal hier mit liegen. Und dieses NIM-Kabel würde dann direkt vom Feuerwehr oder vom Feuerwehrnotausschalter geführt werden. Und man muss sich das jetzt eben so vorstellen, der Feuerwehrschalter ist wie so ein Pilzknopf, wie so ein Notaus, den man dann wieder rauszieht. Und in dem Moment, wo der gedrückt wird durch die Feuerwehr, wird das Schütz quasi abgeschaltet und schaltet dann auch parallel dazu die DC-Spannung weg. Das heißt, dieser Abgang hier, abgehend vom Sicherungssockel, wurde dann über dieses Schütz geführt, wenn nochmal. Und vom Schütz geht es dann in Richtung Wechselrichter. Und dieses Schütz wäre dann die Unterbrechung, wenn dieser Feuerwehrschalter gedrückt werden würde. Warum Feuerwehrnotausschalter? Na ja, ist klar, wenn so ein Haus brennt, die Feuerwehr kommt, gilt das Haus als unter Spannung stehend. Und das gibt ja immer wieder Probleme. Und deswegen ist es eben, ist es aber jetzt nur eine Empfehlung immer, diese Schalter eben zu verbauen. Ist noch keine Pflicht. Und wenn das kommen sollte, hat man also hier nochmal den Spielraum. Ja, das soll es gewesen sein. Hier dann vielleicht nochmal ganz kurz zu den Schmelzsicherungen. Also das ist so ein Phoenix-Kontakt-Schmelzsicherungssockel. Eine wunderbare Sache. Ich verlinke euch sowieso nochmal die ganzen Teile hier unter dem Video, wenn ihr da konkret was braucht oder wissen wollt. Und hier werden also aufgenommen diese sogenannten Photovoltaik-Schmelzsicherungseinsätze 10x38 mm. GPV 16 Ampere in dem Fall, wobei natürlich der Nennstrom von vielen Faktoren abhängig ist, ne? Also nicht immer irgendwie 16 Ampere verwenden, sondern das muss man schon berechnen. Das gibt auch nochmal ein extra Video dazu. Hier nochmal die Schachtel von diesen Schmelzsicherungen, sollte man dann immer nochmal vielleicht zu Hause haben, nicht? Mal so zwei Stück für den Fall des Falles, wobei es wahrscheinlich eh besser ist, wenn man dann den Elektriker ruft. Ja, genau, so. Ich denke, an der Stelle soll es das mal gewesen sein. Ich hätte jetzt gern noch ein bisschen mehr erzählt zu den Messungen und so weiter und so fort, aber ich denke, das ist dann immer auch nochmal ein extra Video mit Praxisbezug dann wirklich an der Anlage. Ist es besser. Das soll es mal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir bitte gerne einen Kommentar da und bitte auch ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Und bin immer auch gerne wissbegierig, was euch so interessiert. Also wenn da mal Wissensbedarf ist, gerne immer schreiben. Dann habe ich also auch Grundlagen für mein neues Video. Bedanke mich jetzt fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Macht's gut.